Kapitel 11. Das neue Polanavatra. Schmerzen durchfuhren Auroras Körper, als langsam ihr Bewusstsein zurückkehrte. Sie fühlte sich seltsam. In einem komischen Zustand wie niemals zuvor. Einerseits geschunden, gepeinigt von allem und doch frisch. Beinahe wie wiedergeboren. Langsam kehrten auch die Erinnerungen zurück. Erinnerung an den Kampf gegen Epsilon. Eine Schlacht, welche sie schier nicht gewinnen konnte. Erinnerung an den Verrat, welchen sie erleiden musste. Wie hatte sie Kelnor jemals vertrauen können, so verschlossen wie er sich immer gehalten hatte? Langsam begann sie also zu erwachen, noch verwirrt von den vergangenen Ereignissen. Als sie langsam ihre Augen öffnete, hatte sie mit vielem gerechnet, doch nicht damit, Marshadow vor sich sitzen zu sehen. Sofort schreckte sie auf, wobei direkt ein Schmerz in ihrem Bauchbereich aufzuckte. Du bist wach. Beruhige dich, Aurora. Du bist verwundet und musst dich schonen. Ein Blick auf sich selbst zeigte Aurora, dass ihr Zustand wirklich fatal war. Ehrlich gesagt fragte sie sich selbst, wie sie überhaupt am Leben war. Zwar fühlte sie sich nicht sonderlich wohl in Marshadows Umgebung, doch einerseits hatte sie ohnehin keine Möglichkeiten zu fliehen und andererseits wirkte es nicht, als würde er ihr etwas antun wollen. Er hätte dazu ohnehin schon längst die Gelegenheit gehabt. Was ist passiert? Warum bist du hier? Wo ist Epsilon? Kurz überlegte Marshadow. Er wollte eigentlich nicht lügen, doch andererseits wusste er nicht, wie viel von der Wahrheit das wohl nun in ihrem derzeitigen Zustand vertragen könnte. Auch wäre es möglich, dass sie ihm nicht glauben würde und er somit jede Chance, ihr zu helfen, vergeben würde. Deswegen entschied er sich zu einer Notlüge. Nicht aus Bosheit, sondern zum Besten beider. Also, ich weiß nicht, an was du dich alles erinnerst, aber Epsilon hat dich und Kelche angetroffen und zum Kampf gefordert. Du hast dich entwickelt und das Fukano hat seine Gelegenheit genutzt und dich zurückgelassen. Versteckt hat er sich wie ein Feigling. Du hast dich trotzdem Epsilon gestellt, jedoch verloren, da Epsilon einfach zu viel Macht hat. Bevor Epsilon dir jedoch den Todesstoß versetzen wollte, wollte er Kel für den Verrat bezahlen lassen, der sich in dieser Höhle versteckt hatte. An diesem Punkt bin ich dazwischen gegangen. Etwas spät, ich weiß. Ich hatte nicht gedacht, dass Epsilon so weit gehen würde. Ich habe ihn gestoppt, Kel ist geflohen und Epsilon verschwunden. Seitdem habe ich gewartet, bis du wieder aufgewacht bist. An manches erinnerte sich Aurora durchaus selbst noch, manches wirkte vollkommen logisch. Die gesamte Erklärung machte durchaus Sinn. Abgesehen von einem einzigen Punkt. Und warum würdest du mir helfen? Letztes Mal hast du uns doch auch bekämpft. Zwar war es alles die Wahrheit, doch es fiel Marshadow schwer, diese in Worte zu fassen. Ich stehe hinter dem Plot, nicht hinter Epsilons Taten. Wenn er nach dem Plot handelt, dann stehe ich auch auf seiner Seite, weil ich eben dem Plot helfen will, aber... Wieder zögerte er, um sich für eine alternative Wahrheit zu entscheiden. Ich will nicht, dass irgendjemand Unschuldiges leidet oder gar jemand, der den Plot unterstützen möchte. Eigentlich will ich nicht, dass irgendjemand leidet. Wäre Epsilon alleine auf Kel gegangen, gut. Er hat es verdient. Du jedoch nicht. Das Ziel ist und bleibt, was Epsilon sagte. Eine Welt frei von Verrätern und Kriminellen, aber... Ich... kann Epsilon einfach nicht mehr unterstützen. Ich stehe immer noch für den Plot, aber... nicht mehr für ihn. Stattdessen... Ein weiteres Mal zögerte er. Hör zu, ich bin bereit, dir und der Liga die wenigen Informationen, die ich über Epsilon habe, zu geben. Für viele traute er mir nicht genug. Mit Recht. Und ich möchte helfen, gegen Epsilon vorzugehen. Und ich möchte Team Polanavatra helfen.
Wahrscheinlich glaubst du mir kein Wort und hältst mich für bescheuert und... Verübeln könnte ich es dir nicht, aber... Nun, wo Kell fort ist, kann Team Polanawatra nicht mehr existieren ohne ein zweites Pokémon. Aurora, diese Anfrage wirkt wahrscheinlich vollkommen bekloppt, aber... Lass mich dem Team beitreten. Die gesamte Situation überforderte Aurora komplett. Es gab viel zu viele Faktoren, welche sie bedenken musste, doch sie war einfach nicht in der Verfassung dafür. Mashadow, ich bin bereit, dir zu vertrauen, aber können wir bitte erst einmal nach Kiratown zurückkehren? Selbstverständlich. Lass mich hierbei helfen. Auf einmal verschwamm wieder Auroras gesamte Welt in Dunkelheit. Als dieses Mal das Licht wiederkehrte, befand sie sich vor dem Eingang zum Ligaturm. Die Sonne war bereits am Untergehen und viele Anwesende warfen ihr verwirrte Blicke zu. Was zur Hölle war das denn? Wir haben uns durch die Schatten bewegt. Meine Spezialität. Ich hielt es in deinem Zustand oder aus Zeitgründen für die beste Methode. Entschuldige, falls es zu überraschend war. Vorsichtig versuchte Aurora aufzustehen. Wieder durchzuckte sie Schmerz, doch sie schaffte es, stehen zu bleiben. Dann... Lass uns Bericht erstatten. Es dauerte eine Weile, bis Aurora es geschafft hatte, den Fahrstuhl zu erreichen und beide Pokémon nun zur Etage 47 fuhren. Nach dem bekannten Geräusch und weiteren langsamen Momenten klopfte Mashadow an der altbekannten Tür zum Büro an. Ein Moment lang blieb es still, bevor ein leises Klicken und ein Ausruf folgten. Herein! Sowohl Aurora als auch Mashadow betraten die heiligen Hallen der Ligagründer. Kaum betrat das Vulnona den Raum, wurde sie panisch begrüßt. Aurora, was ist mit dir geschehen? Sofort wandte er sich zu seinem Teampartner. Monagoras, hol ihr Hilfe, schnell! Erst wollte Aurora widersprechen, doch ausnahmsweise siegte ihre Vernunft über ihren Stolz. Sie benötigte wahrlich Hilfe und wusste dies. Setz dich, du musst dich stehen, Aurora. Kannst du mir erklären, was geschehen ist? Mashadow. Mein Name lautet Mashadow. Und ich werde alles erklären. Gesagt, getan. Kein Detail, welches Aurora kannte, ließ Mashadow aus. Nichts über seine Zusammenarbeit mit Epsilon, über die Ereignisse der Höhle oder seine jetzigen Pläne. Monagoras, welcher inzwischen wiedergekehrt war, hatte zu den Erzählungen einiges zu sagen. Ein Unterstützer Epsilons haben wir hier also. Im Prinzip ein ähnlich krimineller wie auch dieses Fukano. Dass von dem nichts Gutes kommt, war aber eh nicht überraschend. Eigentlich wollte Mashadow nicht widersprechen. Doch der Vergleich, welchen Monagoras gezogen hatte, war für ihn ein Schritt zu viel. Ich will nicht mit einem dreckigen Verräter wie diesem Fukano verglichen werden. Ich habe Ehrgefühl. Auch Amagaga verteidigte den Geist in dieser Lage. Ich verstehe deinen Unmut, Monagoras, aber sieh doch die positive Seite. Mashadow ist offensichtlich bereit, uns alle Informationen zu geben, die er hat. Zudem hat er Aurora gerettet. Oder hältst du das etwa für etwas Schlechtes? Monagoras Zögern schockierte die Betroffene für einen Moment, bevor sie bemerkte, dass es alleinig am Unmut über Mashadow lag. Natürlich nicht! Das habe ich mir gedacht. Also, machen wir es simpel. Mashadow, an sich ist eine enge Kooperation mit Epsilon eine Straftat. Wenn du uns allerdings die Informationen, welche du hast, weitergibst, dann werden wir einfach vergessen, dass dieses Bündnis bestand. Gut. Information wollt ihr? Gut. Leider vertraut der Epsilon mir kaum, weshalb ich leider nicht weiß, welches Pokémon unter der Maske steckt. Alleine diese Information ließ Aurora aufschrecken. Zum Unmut von Lamelux, einer Heilerin, welche Monagoras gerufen hatte. Maske? Pokémon? Verwirrt blickte Mashadow zu ihr. Wie? Wusstet ihr noch nicht einmal, dass Epsilon ein Pokémon ist? Amagaga antwortete an ihrer Stadt. Nein, manche vermuteten es, doch sicher wusste es niemand. Also ist Epsilon in dieser Form nur ein Anzug, oder? Ja und nein. Epsilon ist das Pokémon unter dem Anzug.
Jedoch in der Öffentlichkeit gibt er sich nicht unter diesem Namen preis. Den Anzug trägt Epsilon immer, wenn er etwas vorhat. Aber das war nicht die wichtige Information, welche ich habe. Denn ich kenne den Weg, Epsilon zu besiegen. Seine große Angst. Aurora, weißt du, weshalb Epsilon den Eisberg bewacht? Weil in den Tunneln von der Spitze ein antiker Gegenstand lagert. Ein Teil einer Rüstung. Eine Rüstung, von welcher 4 Teile in der Welt verstreut sind. 2 von ihnen hatte Epsilon und versteckte eines im Eisberg, eines auf dem Vulkan. 2 der Teile kenne ich nicht. Diese Rüstung ist der direkte Konter zu seiner Kraft. Diese sogenannte Plot Armor ist die Waffe, welche Epsilon am meisten schwächt. Eine Rüstung mit der Macht, Epsilon zu besiegen. Nie zuvor hatte Aurora von so etwas gehört. Und wenn man diese Rüstung sammelt, kann man Epsilon besiegen? Aber wie soll uns das helfen, wenn er selbst einen Teil der Rüstung bewacht? Nun, einerseits ist Epsilon nicht unbezwingbar. So etwas wie ein unsterbliches Pokémon gibt es nicht. Auch ohne Plot Armor ist er bezwingbar, doch im Besitz dieser zu sein macht es einfacher. Aber auch mit dieser ist ein Sieg nicht gewiss. Der Sinn der Plot Armor ist es wahrlich, einem Pokémon die Kraft zu geben, ein spannendes Finale gegen Epsilon auszutragen. Und an diesem Punkt kommt auch die Tücke des Ganzen ins Spiel. Epsilon wird die Plot Armor verteidigen, vor allen, denen der Plot selbst den Zutritt verwehrt. Doch Epsilon selber weiß, der Plot wird ein großes Finale verlangen. Eine große Schlacht. Und dafür wird ein Pokémon die Plot Armor sammeln müssen. Es ist, was der Plot verlangt. Doch welches Pokémon hierfür erwählt ist, wusste ich auch nie. Auch wenn Epsilon es wusste. Und gerade als ich noch einmal mit ihm sprach, bevor Aurora wieder erwacht ist. Kurz pausierte Marshadow seine Erklärung, sein Blick nun auf Aurora gerichtet. Kurz gesagt, ich bin überzeugt, dass du die Auserwählte der Plot Armor bist, Aurora. Ich bin was? Die Betroffene war nicht die Einzige, die nicht wusste, wie viel Glauben sie dieser Vermutung schenken könnte. Und wie zur Hölle kamst du auf diese Idee? Es gibt viele Pokémon, die in dieser Position mehr Sinn ergeben würden. Marshadows Blick, welchen er Monagoras zuwarf, war voller Abneigung. Ihr beiden habt nicht gesehen, wie sie Epsilon gegenübertrat. Mit welcher Entschlossenheit. Mit welcher Willenskraft. Und das, obwohl sie noch Sekunden vorher verraten wurde. Körper und Seele müssen beide stark sein, um die Plot Armor nutzen zu können. Nur wenige Pokémon lassen sich die Seele nicht von Kraft verderben. Natürlich gibt es auch dort Ausnahmen, aber ich bin mir einfach sicher. Epsilons Reaktionen würden so viel Sinn ergeben. Es wirkte so unglaublich seltsam, aber trotzdem konnte Aurora sich irgendwie mit dem Gedanken anfreunden. Sie hatte sich immer gewünscht, dass sie Epsilon in die Knie zwingen könnte und endlich seine ewige Tyrannei stoppen könnte. Wenn sie wirklich dazu auserwählt war. Also, ich bin bereit, das Risiko einzugehen. Wenn ich mich erholt habe und noch etwas trainiert habe, dann werde ich zum Vulkan aufbrechen und nach der Rüstung suchen. Selbst wenn ich nicht wirklich auserwählt bin, dann hätten wir das Stück zumindest bereits hier. Amagaga entschied sich, bei diesem Stichpunkt zum letzten Thema zu kommen. Wo du bereits von Training redest, Aurora. Eigentlich sollte Team Polana-Watra in 3 Tagen einen Ligakampf eingehen. Natürlich wird dieser nicht stattfinden, aber was ich wissen muss. Soll ich ihn verschieben oder ausfallen lassen? Es hängt davon ab, ob du Marshadows Anfrage annimmst. Wenn du ihn dem Team beitreten lässt, dann könnt ihr antreten. Während den Erklärungen des Geistes hatte Aurora sich bereits einige Gedanken über dieses Thema gemacht. Allerdings war ihre Entscheidung letztlich doch sehr schnell gefallen. Im Prinzip hatte sie keinen Grund mehr, Marshadow nicht zu trauen. Außerdem wäre es ihre einzige Möglichkeit, das Team weiter bestehen zu lassen. Wenn du immer noch dazu stehst, Marshadow, dann könnt ihr ihn als neue Kämpfer ins Team eintragen. Monagoras wirkte nicht erfreut, doch er wusste selber, dass er kein Mitspracherecht hatte. Meinetwegen. Also, Marshadow, du gehörst jetzt zu Team Polana-Watra. Wir werden den Ligakampf auf Donnerstag in 3 Wochen anlegen.
Aurora, sollte dein Zustand noch zu schlecht sein, dann gib rechtzeitig vorher Bescheid und wir verschieben ihn erneut. Ist alles klar? Dann geht! Gerade als Aurora aufstand und den Raum verlassen wollte, erhob sich Amagaga. Wartet einen Moment. Ich begleite euch. Bei deinem derzeitigen Zustand möchte ich sicher gehen, dass du dein Heim sicher erreichst, Aurora. Zwar war sie etwas überrascht, nahm das Angebot jedoch an. Was Monagoras wieder einmal nicht zu erfreuen schien. Selber schuld, grummelte er. So kehrte das Team Polana Watra von ihrer bisher größten Reise zurück. Mit neuen Formen, einer neuen Aufstellung und mit einem neuen Ziel. Die Plot Armor.